Liebe Schwestern Brüder, obwohl wir es wissen und glauben, obwohl wir immer wieder das Kreuzzeichen machen, es ist immer schwer zu verstehen, was es heißt, Dreifaltigkeit. Dreifaltigkeit. Das ist ein sehr schwieriges Geheimnis, das wir gar nicht richtig erfassen können. Die Dreifaltigkeit erklären, das ist nicht einfach. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins in Gott. Drei in eins, wer soll das verstehen? Einer, der das versucht hat, den dreifaltigen Gott einfachen Menschen zu erklären, zu vermitteln, war der heilige Patrick. Der heilige Patrick wollte vor mehr als 1600 Jahren in Irland den Bewohnern der Grünen Insel den christlichen Glauben nahebringen. Der heilige Patrick, der auf Missionsreise war, wusste, dass die Menschen auf der Insel die Kelten den Glauben an den einen Gott überhaupt nicht kannten. Eine Legende sagt, Patrick habe ein dreiblättriges Kleeblatt benutzt für seine Katechesen. So habe ich auch ein Kleeblatt gebastelt. Das ist ein sehr schönes und anschauliches Bild. Die drei Blätter, die zu einem Stängel gehören, symbolisieren den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Ein dreiblättriges Kleeblatt, das sind drei Teile zu einer Einheit zusammengefasst, drei in eins, Einheit und Vielfalt. Anhand dieses Beispiels hatte der damalige König von Irland nun verstanden, was Patrick ihm erklärt hatte. So beauftragte dieser den Heiligen persönlich, das Christentum über die Insel zu verbreiten. Bis heute ist dieses Kleeblatt das Symbol der irischen Insel. Irlands Kinder lernen sehr früh, mit Hilfe dieses Zeichens auch die Dreieinigkeit zu verstehen. Das war nur ein Beispiel, wie der heilige Patrick das Geheimnis von der Dreifaltigkeit Menschen in Irland zum Verständnis brachte. Aber es gibt noch viele Versuche, andere Versuche, den dreieinen Gott zu erklären. Noch viele andere Motive, Beispiele und Gleichnisse könnten wir verwenden, um diese Dreifaltigkeit zu deuten. Aber dieser dreifaltige Gott ist in sich Beziehung. Das führt uns zu einem weiteren Bild, nämlich zur menschlichen Gemeinschaft. Nehmen wir als Beispiel die Familie. Diese braucht wenigstens drei Personen, um wirklich eine Familie zu sein. Darum lautet die Botschaft des heutigen Tages: Gott ist ein Gott der Beziehung, weil er in sich selbst
Liebe und Beziehung ist. Als solcher tritt mit uns in Kontakt, damit unsere Beziehungen göttlicher, menschlicher und glücklicher werden. In unserer Sprache und Grammatik sprechen wir von der ersten, zweiten und dritten Person. Ich, du, wir. Erst beim Wir der dritten Person bildet sich eine Gemeinschaft, die trägt. Vater, Sohn und Geist, das ist wie ich, du, wir. Der unfassbare Gott nimmt uns in sein Innerstes hinein. Liebe Mitchristen, all diese genannten Beispiele laden uns ein, über den dreifaltigen und liebenden Gott, auch über Gottes Schöpfung zu staunen. Unsere gemeinsame Lebenswelt, die Natur, die menschliche Gemeinschaft, alles ist wohl geordnet. Alles ist ausgerichtet auf den einen, den dreieinen Gott, der alles lenkt. Überall können wir seine Spuren entdecken. Dazu helfe uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.